Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigung, dass ich jetzt die Woche keine Videos hochgeladen habe, aber wie ihr hört, bin ich etwas krank. Ich lag die ganze Woche flach und habe die Grippe gehabt. Und also bin wieder mehr oder weniger auf den Beinen. Also ich habe noch ziemlich Halsweh und Husten und höre mich vielleicht deswegen etwas nasal an oder auch etwas kratzig in der Stimme, es tut mir leid. Aber ich wollte für euch, wie ihr im Titel ja lesen könnt, das Glossybox Young Beauty Video drehen. Und zwar habe ich Mitte der Woche oder so, ich habe auch in Instagram ein Foto hochgeladen, Mittwoch war es vielleicht, habe ich von Glossybox die Young Beauty Box zum Testen zugeschickt bekommen. An dieser Stelle vielen Dank, dass ich die Box testen darf und ich freue mich sehr. Ich finde sie ganz toll. Ich habe natürlich schon reingeschaut, habe sie aber noch eingepackt gelassen die Tage jetzt so. Ich habe nur mal reingeschickt, bis ich das Video machen kann. Und das mache ich jetzt, wie gesagt. Also sorry so für meine Stimme. Ich hoffe, ich bin laut genug. Aber ich wollte euch das Video drehen und ich glaube, dass ich im Anschluss noch einfach kurz einen kleinen Haul drehe, weil ich im DM war. Mal sehen, wie ich es schaffe. Aber ich denke schon, also kein Wunder, falls ich vielleicht jetzt in zwei Videos gleich aussehe, bla bla bla. Da ist die Box. Tada! Die ist pink, wie immer. Die Young Beauty Box ist pink. Ich schreibe euch den Link von Glossybox in die Infobox, da könnt ihr alles nachlesen. Die Young Beauty Box, die kommt alle zwei Monate im Abo und kostet 9,95 €, ist 5 Euro günstiger wie die normale Glossybox. Und richtet sich dann, so wie der Name schon sagt, Young Beauty etwas an die jüngere Generation. Und die Produkte sind eben etwas auf die jüngere Haut oder jüngeren Bedürfnisse ausgerichtet, was ich aber sehr gut finde. Ich mag die Box, ich finde sie sehr schön, sehr frisch, einfach auch durch dieses Pink und wie der Zettel innen drin, es ist alles sehr bunt und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich schaue gerade, das Licht ist ein bisschen blöd, jetzt kommt nämlich gerade total die Sonne da draußen raus. Ich habe ein bisschen den Rollladen runter gemacht, aber es regnet eigentlich. Sorry für das Licht, aber es ist gerade ein bisschen schwierig hier, weil die Sonne jetzt gerade total reinknallt, eben war die gar nicht da. Egal. Also schaut einfach mal in der Infobox, findet ihr den Link dazu. Wir machen sie mal kurz auf. Da kommen erstmal ein paar Zettelchen entgegen. Der Zettel hier, da ist natürlich so ein kleiner Text, das so ein bisschen auf den Herbst ausgerichtet ist. Dann haben wir hier noch ein paar so Geschenkgutscheine von Produkten, die jetzt enthalten sind. Und dann sieht die so aus. Ich finde das einfach so schön, das ist einfach so frisch und jugendlich, dieses grelle Grün mit diesem Pink. Also ich mag diese Farbkombination total. Ich klappe den Zettel mal auf, dass ich euch vorlesen kann, was drin enthalten ist. Wir fangen einfach von oben nach unten an, dann ist es für mich einfacher. Wir haben hier ein Set von der Firma Clean Start von Dermalogica. Finde ich cool. Ich habe von Dermalogica noch keine Produkte, habe aber auch eigentlich nur Gutes gehört und das ist ein ganz cooles Set, wie ich finde. Es ist ein Day and Night 3-Step-Set, ein Mini-Kit sozusagen. Es ist jetzt aber hier alles nur auf Deutsch, dann wäre es ja gut, ne? Alles nur auf Englisch und Französisch. Ich lese euch immer mal die Beschreibung durch, die hier steht. Sagt Bye-bye zu unreiner Haut und beginne deinen Tag mit einem Clean Start in 3 Schritten. Reinigen, erfrischen und pflegen sind mit diesem Set leicht gemacht. Für die schönste Haut, die du je hattest. Leider steht da jetzt kein Preis dabei, sondern siehe Website. Ich habe es jetzt noch nicht aufgehabt. Okay, es sind also so 3 Produkte. All over clear. Wash off, okay, also da haben wir dann hier, das ist dann eine Waschlotion, damit ihr erstmal waschen könnt und reinigen könnt. Dann hier All Over Clear, das ist ein Spray, das wird wahrscheinlich sowas wie ein Gesichtswasser sein. Und dann haben wir hier Welcome Matte Moisturizer, also das ist dann eine matte Feuchtigkeitscreme zum Pflegen hinterher. Finde ich sehr, sehr gut. Ich finde die 3 Sachen auch sehr groß eigentlich. Kann man ein paar Mal benutzen, nicht nur einmal bei so Mini-Pröbchen oder so. Bin ich sehr gespannt. Ich werde berichten. Dann an zweiter Stelle haben wir von Gliss Kur das tägliche Oil
Elixier, das kennt ihr vielleicht. Das ist für Geschmeidigkeit und Glanz, für sehr geschädigtes und trockenes Haar. Das ist einfach so ein Haaröl, wie man sie ja zurzeit kennt, gibt es ja zu Genüge. Das hier hat jetzt 75 ml, ist eine etwas kleinere wie die Original. Die Original hat 100 ml, aber 100 ml kosten auch 8 Euro und das sind jetzt 75. Also es ist fast wie Original, aber Öl ist ja sehr, sehr ergiebig. Also bis man sowas leer hat, ich habe ja einige Öle und bis man sowas leer bekommt. Ne? Schau gerade mal, es ist also so gelb. Oder Gold, wie es auch aussieht. Ich mache mal kurz ein bisschen hier rein. Ich will einfach nur mal wissen, wie es riecht. Ich wasche meine Haare jetzt später sowieso, weil ich sie färben will, wenn ich dazu komme. Das riecht aber sehr gut, macht sehr geschmeidig und sehr weich. Und ja, Öle finde ich immer gut. Ich bin ein Fan von Haarölen, von daher freue ich mich über dieses Produkt. Das nächste Produkt finde ich sehr, sehr cool. Habe ich mich wirklich drüber gefreut. Und zwar ist das von L'Oreal Studio Secret, ist das ein Mattified Foundation Stick, also ein mattierender, glanzabsorbierendes Make-up. Und zwar ist das die Originalgröße und der kostet 13,99 Euro. Ich habe jetzt die Farbe Sand. Ich hatte letztes Mal eine andere Farbe und zwar war genau dieser Stick schon einmal in der originalen Glossy Box vor Monaten, bestimmt schon vor über einem halben Jahr oder so, war der mal drin und ich habe den benutzt und ich habe ihn auch leer gemacht, wirklich leer, weil ich ihn toll fand. Ich hatte nur Porzellan oder so hieß die Farbe, sie hieß anders. Es ist leider, leider nicht sehr viel drin und er war bei mir auch sehr schnell leer, das muss ich sagen. Dafür finde ich 14 Euro eigentlich viel. Weil, ja, also eine Foundation, eine Creme-Foundation aus der Tube oder so ist meines Erachtens viel ergiebiger. Aber ich finde ihn trotzdem toll, vor allem unter den Augen, ein bisschen als Concealer, aber natürlich auch im ganzen Gesicht. Sorry, meine Hand, ich war gerade im DM und ich habe ein bisschen was geswatcht, also ich mache es euch mal auf die andere Hand. Er ist einfach beim Auftrag, wenn man jetzt so über die Haut gleitet, ist er butterweich, so zart. Das ist jetzt die Farbe. Ich mache mal Licht an. Ich muss mal schauen, ich habe es auf meiner Haut noch nicht probiert, aber ich denke, es könnte funktionieren auf meiner Haut. Das ist jetzt, wenn ich es verblende, sieht man den kaum. Also ich denke, es ist gut für meine Haut, für meine Hautfarbe. Und ich mag ihn einfach, weil er ist sehr, sehr zart. Er macht ein sehr zartes und geschmeidiges Gefühl auf der Haut, lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Er ist so weich und lässt sich gut verteilen. Und ja, den mag ich total. Habe ich mich riesig gefreut über das Produkt, weil ich ihn damals schon so toll fand, als ich ihn von der Glossy Box hatte. Das nächste Produkt ist ein Parfüm, und zwar von New Yorker Woman, ein Eau de Toilette. Das sind 30 ml und das ist das Originalprodukt und kostet 9,99 Euro. Ich mache es mal auf. Ich habe auch einmal kurz gesprüht, als es kam. Die Flasche sieht so aus, lila, ist ja irgendwie ganz cool gemacht, ne? So ein Glasflakon und ein Plastikdeckel, die Farbe ist ganz cool. Ist natürlich vom Duft her, würde ich mal sagen, nicht so meins. Also es geht, sagen wir es mal so, es geht. Er ist halt ja, sehr jugendlich, also ich meine, ich fühle mich jetzt noch nicht so alt, wie ich bin. Aber bei manchen Parfums oder so, muss ich sagen, wenn sie mir dann zu jugendlich riechen oder eher so Teenies, für Teenies, das mag ich dann irgendwie nicht so, wenn sie so extrem süß sind oder so zum Beispiel. Da bin ich manchmal ein bisschen eigen, das mag ich dann als nicht so. Aber er riecht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, er ist schon sehr süß, aber auch frisch, süß, ein bisschen bärig, würde ich sagen. So ein bisschen fruchtig auch, ja. Bisschen fruchtig, zitronig. Aber sehr süß auch. Also ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, nach was es jetzt riecht. Also ich finde ihn frisch, süß, bärig vielleicht. Aber ich denke, ich werde ihn mal benutzen, auf jeden Fall. Es ist kein Parfüm, wo ich da in der Ecke rumstehen lasse. Es ist vielleicht sowas für zwischendurch mal, für den Alltag oder so, kann man es auf jeden Fall benutzen. Aber ich würde mal schon sagen, dass es doch ein sehr jugendlicher Duft ist. Ne? Aber sehr gut. Also ist jetzt nicht so ein Kopfweh-Parfüm. Das auf keinen Fall. Finde ich ganz gut. So, und als letztes sind noch zwei Produkte. Und zwar von
Schäbens, wenn die so heißen, sind das zwei Gesichtsmasken. Finde ich aber auch ganz cool. Also ich benutze eigentlich sehr gerne Gesichtsmasken, auch aus der Drogerie. Und ich glaube, die gibt es auch beim DM, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und da sind ja jeweils zwei dabei, also sind das jetzt vier. Das eine ist eine Love-Maske mit Rosenduft, Mandelöl und Jojobaöl, harmonisiert und besänftigt. Und da kostet jetzt 1,99 Cent, also fast 2 Euro jetzt beide. Und die zweite ist spendet Feuchtigkeit und belebt mit Sesamöl, Nachtkerzenöl und Lycea-Öl. So, zwei Masken noch für jeweils 99 Cent. Finde ich ganz cool. Also die Box an sich hat ja auch wieder einen Wert, der die 9,95 Euro ja auf jeden Fall übersteigt. Das Parfüm alleine kostet ja schon 9 Euro. Der Stick kostet 15 Euro. Das Öl kostet, okay, sagen wir mal, mit den 25 Milliliter abgezogen, vielleicht 6 Euro. Bei diesem Set hier, also ist jetzt nichts mehr drin, ich habe es ja ausgeräumt, weiß ich es nicht. Und ja, von daher bin ich wirklich mehr als zufrieden mit dieser Box. Wie gesagt, vielen Dank an Glossybox für das zur Verfügung stellen der Box. Ich werde alles testen, vor allem das Make-up wieder, das Parfüm auch, das Öl, die Creme, die Maske. Also ich werde alles verwenden. Das sind Dinge, die ich wirklich gebrauchen kann und benutze. Ja, das war mein Glossybox-Video. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch die Produkte gefallen. Habt ihr die Young Beauty vielleicht auch schon mal getestet? Ich habe euch ja jetzt schon mehrere Videos gemacht. Viele haben ja schon geschrieben, dass sie ganz toll finden oder ansprechender finden für, im Gegensatz zu der normalen Glossybox, weil ich ja auch viele vielleicht junge Zuschauer habe. Und ja, bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt und ich freue mich auf eure Kommentare. Sorry nochmal, dass ich so ein bisschen kränklich bin. Aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass ihr mich kurz gesehen habt und dass ein Video von mir kam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.